One Piece Kapitel 955 ist nun raus und dieses Kapitel ist auf jeden Fall mit in den Top 5 in dem kompletten Jahr. Ein so heftiges Kapitel, ein Kapitel, was so viel auch vorbereitet, massive Entwicklungen mit sich trägt, und das Kapitel ist sehr detailreich. Wir gehen auf diese Details jetzt detailliert ein. Los geht's. Das Kapitel beginnt mit Yuri, wo sie noch mit Kawamatsu gesprochen hat, und sie macht sich Sorgen um Otoko. Des Weiteren sagt Yuri, dass sie sich erst einmal nicht mit den ganzen Leuten treffen möchte, beziehungsweise sie wiedersehen möchte, denn es ist verboten, Emotionen wieder hervorzuholen, bevor irgendwie ein Krieg startet. Ich glaube, das ist so ein Samurai-Gesülze, sag ich jetzt einfach mal. Also ist irgendeine Regel bei Samurai-Leuten oder sowas. Jedenfalls sagt Yuri, bitte verteidigt Wano Kuni, ja, macht das zusammen. Ja, und hier sagt Kawamatsu, ey, du musst dich nicht von mir verbeugen oder sowas, ja. Und dann geht es auch schon weiter nach Amigasa, nach Kuri. Und hier erhalten dann alle die Nachricht, dass Yuri noch am Leben ist und dass sie jetzt natürlich auch erwachsen ist, etc. Und sie können es alle nicht glauben. Und hier hat man doch dann diese Emotionen hervorgerufen. Und Momonosuke erinnert sich hier an seine kleine, jetzt größere Schwester, obviously. Und Momonosuke macht dann noch ein bisschen so Jokes mit Zoro, beziehungsweise vor Zoro. Und Zoro sagt ihm dann einfach, ey, die ist jetzt ein bisschen älter als du, sie ist jetzt schon erwachsen, beziehungsweise 18 Jahre älter als Momonosuke. Nicht vertauschen, ja, beziehungsweise bitte sich hier nicht verwirren lassen. Hiyori war damals 2 Jahre jünger, deswegen ist sie jetzt 18 Jahre älter und nicht 20 Jahre älter. Ja, nicht das Ganze ein bisschen vertauschen, ja, das ist hier ein bisschen tricky, aber das Ganze hat sich dann mit Hiyori erstmal vorerst erledigt, ja. Warum sie vielleicht, oder der wahre Grund, warum sie da jetzt nicht mit auftauchen will, hat vielleicht noch einen anderen Aspekt, da gehe ich aber erst gleich drauf ein, wenn wir beim Shogun Orochi angelangt sind. Jedenfalls haben wir dann hier noch ein bisschen Sanji-Comedy, ja, weil er hat ja Zoro damals mit Hiyori noch gesehen. Fand ich sehr, sehr witzig. Und nun scheinen erst auch einmal alle Vorbereitungen fertig soweit zu sein. Also alles ist soweit vorbereitet für den Krieg, beziehungsweise für den Raid. Und dann kommt hier jemand und bringt dieses verschollene Nidaiki-Tetsu, ja. Wir haben endlich dieses Nidaiki-Tetsu wieder, was Ruffy irgendwie komischerweise verloren hat nach dem Kampf gegen Kaido. Das Kitetsu ist jetzt wieder am Start und Tengu Yamahitetsu, der bekommt jetzt hier seinen Auftritt, denn er hat die ganze Zeit gewartet, die zwei Schwerter, ja, auf die wir jetzt natürlich detailliert eingehen werden, ja, natürlich zu den Kindern von Oden Kozuki, dass er diese überbringt, ja. Er hat wahrscheinlich dann auf Oden Kozuki gewartet, damals, als wir ihn das erste Mal mehr oder weniger getroffen haben. Einmal das Ameno Habakiri, ja, was den Himmel schneiden kann, und dann natürlich auch noch das Enma, was wahrscheinlich die Hölle oder was die Hölle schneiden kann, ja, das so sagt man, oder das sagt man über diese Schwerter aus, und diese beiden Schwerter sind auf demselben Level wie das Shusui, und was mich sehr überrascht, das sind nur Königsschwerter, das sind wirklich nur Königsschwerter, denn wenn wir uns die Effekte von diesem Schwerter mal, oder von den Schwertern jetzt anschauen, ja, gerade von Enma und Zoro, was da passiert ist, und wenn wir das Ganze mal auf das Shusui übertragen, ja, was hat das Shusui für eine spezielle Fähigkeit? Da muss ja auch irgendwie was gehen, weil das Shusui hat jetzt irgendwie nichts Besonderes gehabt, muss ich hier ganz klar sagen. Also, ich meine, das unterscheidet sich ja irgendwie noch, und ich bin mal gespannt, vielleicht werden wir es noch irgendwann erfahren. Jedenfalls soll dieses Schwert, das Schwert sollte eigentlich an Momonosuke gehen, und er fühlt sich da aber noch nicht so bereit zu, etc. Und Zoro packt sich einfach mal Enma, das, was er dann von Hiyori quasi mehr oder weniger getauscht bekommen hat, ja, nimmt es in die Hand, und er sagt, oder er will einfach nur einen kleinen Baum, will er einfach mal schneiden, ja? Und was passiert? Er schneidet eine komplette fucking Klippe ab. Eine komplette Klippe, und das ist etwas, so ein, das ist ein Nebeneffekt von diesem Schwert. Dieses Schwert schneidet viel mehr ab, als man eigentlich möchte, ja. Und hier ist auch nochmal Kinemon, der ihn vor diesem Schwert warnt. Und jetzt kommt das Krasse, was uns alle auch in den Spoiler natürlich überrascht hat. Dieses Schwert triggert Zoros komplettes Rüstungshaki und saugt es ihm auf. Sein komplettes Ryo-Haki wird hier von diesem Schwert ausgesaugt, und Zoro hat hier erst einmal ein bisschen Struggle, und Zoro interagiert richtig mit dem Schwert. Das bedeutet, dieses Schwert hat in dem Sinne auch einen eigenen Willen, mehr oder weniger. Oder einen Willen oder irgendwie etwas. Ja, vielleicht irgendwie ein Dämon in sich oder sonstiges. Es hat eine Besonderheit, was das Haki von Zoro rausgezogen hat. Aber nicht mit Zoro, ja. Zoro hat sich sein ganzes Haki wieder zurückgeholt, ja. Und ist dann quasi mit dem Schwert mehr oder weniger für
Familia geworden. Also er übt jetzt auch fleißig oder hat jetzt auch mit diesem Schwert fleißig geübt. Und ich muss sagen, dieses Schwert, ja, mega nice. Ich bin sehr gespannt, wie stark Zorro dadurch jetzt wirklich ist. Ja, es ist natürlich ein Power-Up für Zorro, gar keine Frage. Dieses Schwert hat eine sehr, sehr krasse Besonderheit. Mit Sicherheit wird es die auch noch haben und auch nochmal revealen, was es so wirklich damit auf sich hat. Ja, ich, natürlich, Zorro vs. King, das ist immer noch so dieser Clou, den ich gerne sehen möchte. Das wäre echt eine richtig nice Sache, wo wir dann wirklich mal Zorros All-Outness sehen, wo wir wirklich sehen, wie er wirklich alles geben könnte, ja, oder geben will. Ja, egal wie, ja, Zorro soll einfach mal wirklich alles raushauen, was geht. Das wäre echt eine richtig coole Sache und darauf freue ich mich mega. Ich fand diesen Effekt von diesem Schwert richtig nice. Also das war echt, echt überraschend. Weiter geht es mit Nico Robin, die natürlich ein bisschen nachgeforscht hat, beziehungsweise ein klein wenig die Kaido-Truppe untersucht hat und sie sagt, ey, die Leute, die sind 30.000 schwer, ja, da, also 20.000 von Kaido und 10.000 von Shogun Orochi, ja, es sind jetzt nur Zahlen, ist natürlich klar, das habe ich in den Spoilern auch schon gesagt, ja, die 50, also die Top 50, das sind die, wo es interessant wird, die restlichen 29.950 Leute, das ist alles Fodder, ja, das Futter, Müll kann man weg, kann man einfach ignorieren, löschen, wie auch immer, ja, die sind uninteressant, die macht Ruffy alle mit seinem Königshaki fertig, ja, das dürfen wir hier einfach nicht vergessen, es ist halt sehr viel Futtermaterial da, einfach nur, um halt diese dicke Zahl zu haben, ist natürlich klar, ja, aber die Allianz von Ruffy, die es nicht mal annähert, ja, 4000 und später kam natürlich auch nochmal 200 dazu, 4200, ja, das ist nicht wirklich etwas, ja. Des Weiteren sehen wir dann auch Franky, der die Schiffe gerade macht, ja, am Reparieren ist, wie auch immer, und dann geht es auch schon zu Ruffy, denn er lernt gerade das Ryohaki, dabei benutzt er ebenfalls auch sein Gear 4, ja, hat hier eine King Kong Gun rausgehauen und übt das Ryohaki und sagt, es ist immer noch nicht genug, also das ist schon sehr interessant. Ruffy trainiert, soweit wir sehen, natürlich mit den Schwertern, einmal mit dem Kitetsu, dann mit dem Wado Ichimonji und dann natürlich mit dem Schwert Enma und Tenguyama Hitetsu, der kommt dann gleich auch nochmal dazu und jetzt wird es interessant, ja, denn das Ganze hat jetzt nochmal einen sehr interessanten Beigeschmack, denn der Tenguyama Hitetsu geht zu Zorro hin und erklärt ihm quasi oder sagt ihm, wieso das Schwert Enma quasi mit dem Schwert, was Zorro hier benutzt, so im Einklang steht, beziehungsweise wieso das Ganze so miteinander harmonieren könnte. Also er versucht es natürlich zu erklären. Ob es so ist, ist natürlich eine andere Sache. Aber im Allgemeinen muss ich hier ganz klar sagen, ist das schon sehr interessant. Denn folgendes, der Schwertschmied vom Kitetsu, was Zorro hat, und das andere Kitetsu ist natürlich Tenguyama Hitetsu. Aber der Schwertschmied vom Enma und vom Wado Ichimonji, von dem Schwert, was Zorro von dem Vater von Kuina bekommen hat, als Andenken an Kuina, sie ist ja gestorben. Diese zwei Schwerter, also Enma und das Wado Ichimonji, stammen vom selben Schwertschmied, ja. Und dieser Schwertschmied ist vor 50 Jahren oder vor über 50 Jahren von Wano Kuni oder aus Wano Kuni geflohen, beziehungsweise er hat Wano Kuni verlassen. Und der Name dieses Schwertschmiedes war Shimotsuki Kusaburo, ja. Und wenn man diesen Namen nimmt und mal ein bisschen auseinanderpflückt, ja, dann kommt man auf was sehr Interessantes, ja. Bevor ich darauf jetzt zu sprechen komme, wir haben mal die Info von Eiichiro Oda bekommen, dass Leute aus Wano Kuni, ich glaube, das war in einem Interview oder eine FPS oder so, dass Leute aus Wano Kuni in East Blue geflohen oder, ich sag mal, hingezogen sind, mehr oder weniger. Und wenn wir uns diese Namen von diesem Schwertschmied von Enma und Wado Ichimonji nehmen, Shimotsuki Kosaburo, ja, und das mal aufteilen, ja, dann haben wir einmal Shimotsuki Ko, Usabu und Ro, ne? Und wenn wir uns diese drei Shiko und Ro, wenn wir uns das mal wenn wir uns das einfach mal nehmen und das ein bisschen halt ein bisschen vertauschen, dann kommt Koshiro raus, ja, der Name von dem Vater von Kuina. Und das ist für mich die Verbindung nach Wano Kuni. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Koshiro irgendwie der Sohn von dem Schwertschmied von Enma und Wado Ichimonji ist oder so. Also das ist für mich wahrscheinlich die Verbindung zwischen Zorro, seinem Schwertmeister und Wano Kuni, ja. Also sehr, sehr interessant hier gelöst und deswegen vermutet Tenguyama Hitetsu, dass Zorro so schnell sich an diese Schwerter beziehungsweise an Enma gewöhnt, weil es von demselben Schwertmeister oder Schwertschmied stammt und das ist ja mal was mega nice ist. Das heißt, Oda hat Wano Kuni schon wirklich von ganz an, der hat es schon wirklich seit
am Anfang von One Piece geplant gehabt und das ist jetzt über 20 Jahre her. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist einfach wahnsinnig krass. Ja, des Weiteren sehen wir Ruffy, der das Ryo-Haki mittlerweile trainiert hat und Ruffy sagt, ey, Kaido, warte mal ab. Also Ruffy berührt hier nicht beim Baum, fetzt diesen komplett weg. Ich bin gespannt, was das Ganze jetzt hier bringen wird, was Ruffy hier jetzt rausholen wird. Ruffy als auch Zoro, die beiden haben einen richtig starken Sprung gemacht, ja. Schade, dass Sanji ein bisschen kürzer tritt, aber mit seinem Raid-Suit, ja, hat er auch natürlich so ein kleines Power-Up bekommen. Aber hier Ruffy, Zoro und dann in dem Fall auch Sanji sind hier nochmal ein enormes Stück stärker geworden. Und ob das für Kaido reicht, ich bezweifle es immer noch. Ich glaube ja nicht, dass die jetzt noch gewinnen können, wie auch immer. Ja, das Ganze wird noch sehr, sehr spannend. Am Ende des Kapitels sehen wir auch noch Trafalgar Law, der hier so ein bisschen suspicious wirkt. Aber nein, er ist nicht der Verräter. Ja, also das würde er nicht sein. Ne? Denn jetzt kommen wir nämlich auf die Sache mit Hiyori zu sprechen. Denn der Shogun Orochi, der bekommt eine kleine Nachricht. Dem wird verraten, wo sich Hiyori befindet. So, es gibt die Theorie, Carrot ist der Verräter. Ja, jetzt in dem Falle Law, gerade mit diesem Panel, werden das vielleicht viele annehmen oder so. Das ist Bullshit, ja. Weder Carrot noch Law wissen überhaupt von Hiyori. Weder Carrot weiß, wo sich Hiyori gerade aufhält, ja. Weder Law weiß, wo sich Hiyori gerade aufhält, ja. Die beiden sind nicht die Verräter. Die können es gar nicht sein. Das ist vom Logischen her gar nicht möglich, ja. Also, ich hoffe, dass die Theorie mit Carrot oder jetzt auch mit Law mal langsam so ein bisschen abflacht. Also, es kann nicht sein. Also, es ist vom Logischen her einfach so. Das schließt sich einfach aus. Wer es aber wissen könnte, das ist die Frage. Müssen wir uns einfach die Leute angucken. Wer weiß von Hiyoris, ich sag mal, Dasein? Ja, wer weiß, dass Hiyori existiert und wo sie ist, ja? Da gibt es nur ein paar aus dem inneren Kreis und einen anderen, nämlich Kyoshiro. Denn am Anfang, wo Kyoshiro damals Hiyori, ich sag mal, in Anführungsstrichen umgebracht hat, weil Hiyori ja den Shogun attackiert hat, so als Strafe, dort fragte Kyoshiro sie ja, bist du bereit, ja? Nämlich wahrscheinlich bereit für diesen riesigen Plot, denn es gibt ja nicht umsonst die Theorie oder Kyoshiro ist zu 99% Denjiro, der dritte Samurai, der fehlt. Und von den Silhouetten her, es passt halt einfach, ja? Und es wäre einfach krass, wenn Kyoshiro sich einfach 20 Jahre lang, ich sag mal, da reingearbeitet hat beim Shogun Orochi, wie zum Beispiel Virgo bei der Marine undercover hochgearbeitet hat, ja, aber in Wirklichkeit ist es Denjiro, einer von den Red Scabbards und das wäre einfach mega nice und dass Kyoshiro ihm diese Message gegeben hat, ja, nach dem Motto, ey, komm jetzt dorthin, hier nach Norden, beziehungsweise zu diesem Schnee, zu diesen Gräbern etc. und dann wird der Shogun dort besiegt, das wäre nicht schlecht, das wäre ganz schön cool und ich bin gespannt, wie das hier auf jeden Fall weitergeht. Was mich immer noch sehr wundert und da muss ich hier auf jeden Fall auch nochmal was sagen, ja, Chopper und Ruffy haben immer noch nichts von Big Mom gesagt. Sie haben einfach nichts erwähnt, was sehr, sehr gefährlich werden könnte, ja, ohnehin, sie werden da, also ich muss sagen, sie werden es nicht schaffen, die da zu besiegen, auf gar keinen Fall, das wird nicht passieren, aber die große oder böse Überraschung wird vermutlich noch kommen. So, ich bin gespannt, sowohl auf Zoros richtiges Power-Up, sein All-Out, ja, wann er auch Enma zum Black Blade machen wird, ja, denn Tengu Yama Hitetsu sagt ja zu ihm, ey, ich glaube, du kannst das mit diesem Schwert schaffen und Zoro wird es definitiv schaffen, das ist so ein To-Do, was so ein Must-See, was auf jeden Fall kommen wird oder kommen muss. Also, ich bin gespannt, wie stark Ruffy jetzt geworden ist durch das neue Haki, wie stark Zoro durch das neue Schwert geworden ist, ja, und auf dem ganzen Wege. Jetzt müssen wir abwarten. Nächste Woche kommt das Kapitel wieder früher, habe ich mir sagen lassen. Ich bin sehr gespannt. Dann wird es Mittwoch natürlich die Spoiler geben, Donnerstag wie immer auch die Review. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch die Review gefallen hat. Ja, schreibt mir auch mal nur gerne in die Kommentare. Und dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Einmal Hashtag OnePiece in die Kommentare. Macht's gut, haut rein. Ciao und tschüss.